aller guten Dinge sind drei. Das dachten sich wohl auch die Kunst- und Kulturverantwortlichen der Stadt Bruck und haben zu einer Dreifach-Vernissage geladen. Wir haben heute Künstler aus dem Mürztal, aus der Obersteiermark bei uns zu Gast und es freut mich sehr, in unserer Kulturgalerie einheimische Künstler zu zeigen, die eine starke Verwurzelung auch in der Heimat haben, aber auch darüber hinaus ausstrahlen. Für Christian Huber, der künstlerisch außerhalb des Mürztals groß wurde, ist diese Ausstellung ein kleines Heimkommen. Seine Werke umfassen vorwiegend Arbeiten auf Papier, Digitaldrucke und Skulpturen aus verschiedensten Materialien. Gerhard Kubasers wachsende Körper sind Sinnbilder für die fragile Vernetzung zwischen Mensch und Natur. Und bei Leo Heinzel beziehen sich die malerisch-grafischen Arbeiten auf die Genres Landschaft, Porträt, Stilleben. Die Triple-Ausstellung in der Kulturhaus-Kunstgalerie läuft noch bis zum 24. März und es gibt drei einfache Gründe, warum man sie unbedingt besuchen sollte. Es bietet die Möglichkeit, von drei verschiedenen Künstlern unterschiedliche Positionen zu sehen, die sich dann doch wieder in einem spirituellen Zusammenhang treffen über die Bilder. Weil wir alle drei das gern machen. Und Bruck ist eine super Stadt, kann man gut kombinieren mit einem Kaffeehausbesuch.